Wie haben Sie den Kardinal überhaupt kennengelernt? Ja, das war 1988 und er hat mich im Flugzeug angesprochen. Das war auf dem Weg von Berlin nach Köln, da war er noch in Berlin. Und ich hatte am Vorabend eine Live-Diskussion mit einer Frau über Pornografie. Und die Frau, die eigentlich eine fortschrittliche linke Soziologieprofessorin, die war sehr kalt und sehr zynisch. Und ich weiß noch, der Höhepunkt war, dass sie sagte, ich finde Pornografie geil. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja, das, und dann sprach Meisner mich an und sagte, ich habe Sie gestern gesehen und ich habe Sie sehr bedauert. Ich habe gesehen, dass Sie sehr bedrückt waren. Das war auch so. Er hatte das. Ich habe Sie gestern in mein Gebet eingeschlossen. Und da habe ich gesagt, das ist eine gute Idee, das kann ich gut gebrauchen. Und als er dann nach Köln kam, dachten natürlich alle, ja, die haben ja gar nichts miteinander zu tun, weil es ist ja bekannt, dass wir einige inhaltliche Kontroversen haben. Und dann haben wir uns das erste Mal wieder gesehen bei einem Empfang der Industrie- und Handelskammer. Und da sagte Herr Neven-Dumont, unser großer Verleger, der nicht mehr lebt, zu mir, Alice, soll ich dich mal dem Kardinal vorstellen? Er erhoffte sich natürlich ein Eklat. Und ich habe schon gegrinst. Ich habe gedacht, wenn du wüsstest, ja. Und dann habe ich gesagt, sehr gerne. Ich kenne ihn schon, aber immer gerne. Und dann bin ich zu ihm, er stand da und sofort kamen diese ganzen wichtigen Männer von dem Empfang und guckten und dachten, jetzt geht's aber los. Es ging gar nicht los. Wir haben uns angelächelt und haben ein Gespräch über schöne Kleider angefangen. Das kam von ihm. Und dann haben wir bis zuletzt den Kontakt gehalten. Zuletzt habe ich ihn vor einigen Monaten gesehen, hatte er mich zum Kaffee eingeladen. Und da hat er aus seinem Brevier einen kleinen Zettel geholt. Für mich hat hinten aufgeschrieben, für Sie. Und das waren ein paar Zeilen von der heiligen Teresa. Und das hat er mir so zur Bestärkung gegeben. Ich habe es ja auch nicht immer einfach. Und das fand ich so anrührend. Das habe ich immer in meinem Portemonnaie. Ich glaube, es hilft. Wie haben Sie den heutigen Tag erlebt, wahrgenommen? Ja, das, glaube ich, war ein würdiger Abschied. Und es ist natürlich eine imposante Inszenierung, die katholische Kirche mit 2000 Jahren im Rücken und alles, was da aufmarschiert, also da, das war schon beeindruckend. Da dachte ich, na, wenn wir da mal was zu kritisieren haben, müssen wir aber ordentlich rütteln, da können wir lange laufen. Wie werden Sie den Kardinal in Erinnerung behalten? In erster Linie als einfühlsam. Also ist einer der wenigen Menschen, der auf Fragen von mir zu seinem Leben, ich habe mit ihm auch über sein Leben gesprochen natürlich, mit Fragen geantwortet hat. Also der auch was wissen wollte von seinem Gegenüber. Und in zweiter Linie als konsequent. Was mir nicht in allen Punkten gepasst hat, seine Konsequenz, was mir aber imponiert hat. Hat er Sie auch irgendwie so diesem Himmel näher gebracht? Glauben? Ist das zu einem gewissen Thema geworden? Das ist ein weites Feld. Er hat immer gesagt, er hat sich alles gemerkt aus meinem Leben. Er hat immer gesagt, ja, ich bin ja evangelisch getauft. Und ja, aber Sie waren ja früher in einem katholischen Dorf und sind da immer zur Kirche und zur Prozession gegangen. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt setzen Sie bitte nicht drauf, dass ich konvertiere. Also. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Ja.